Hi, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir sind immer noch im Schlemmerland. Genauer, falls Sie es genauer haben wollen, wir sind auf dem Pökelplateau und wollen heute so langsam aber sicher mal gucken, dass wir die Story abschließen. Hier, ne, der fette Vogel will immer noch sein Stück Fleisch in der Röhre haben. Kriegst du, Fräulein. Aber jetzt warte erstmal, dass wir hier durchkommen, ja? Was ist das denn für eine Röhre, bitte? Was ist das denn für eine Röhre? Was hat die zu bedeuten? Hä? Das macht keinen Sinn. Na gut. Ja, wir sind jedenfalls immer noch hier im Schlemmerland. Und zwar an der Schmausspitze und wollen doch heute auf die Schmausspitze. Aber erstmal natürlich wieder mal einen Pfannenbrudes. Soweit. Kapern! Nicht sterben! Das ist ja wirklich lächerlich, oder? Der sitzt da schon drin, der Pfannenbruder, und kriegt keinen Schaden. Aber sobald ich mich da drauf stürze, kriege ich natürlich Schaden. Das macht vollkommen Sinn, Fräulein. Ja, ja. Ich merke schon, Spiel, ich merke schon, was du mir damit sagen willst. Oh nein, ne? Der letzte Gold, die letzte Goldrübe. Wie kriegen wir den jetzt bitte darüber? Wie soll das denn funktionieren? Alter. Okay. Das wird jetzt eine richtige Mammutaufgabe werden. Diese Goldrübe in den Kochtopf zu werfen. Ja, genau. Ja, wenn der Sprung nicht so gezählt wird, wie ich ihn machen will, dann kann ich da auch nichts gegen machen, leider. Dann ist da auch nichts gegen zu machen, aber okay, ne? Besonders muss ich jetzt gleich wieder hier gucken, dass ich diesen Käse entferne, weil sonst kommen wir da ja nicht hoch. Und wir müssen da hoch, um zwangsläufig zum Kochtopf zu kommen. So müssen wir jetzt den Weg frei machen. Na gut. Das ist so eine Drecksaufgabe hier, ne? Stirb! Stirb, Junge! Komm, Junge! Stirb jetzt, Junge! Komm ran jetzt! Da! Da! Okay. So. Weiter geht's. Ich glaube aber nicht, dass ich als jemand... Und dass ich jetzt zum Beispiel als Pfannenbrudes... auch Items tragen kann, oder? Ach, was denn? Ich bin doch gesprungen, du Mistvieh. Das können wir mal ausprobieren, ob ich jetzt als Pfannenbruder etwas noch mit aufnehmen kann. Ne, geht nicht. So, und bye. Ja, läuft. Wollte ich zwar nicht so machen, aber okay, ne? Lass mich in Ruhe, Mann. Lass mich einfach nur in Ruhe. So. Sprung. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt darf ich mich nur nicht treffen lassen, Mann. Ey, das war so Herzschmerz jetzt. So. Rüberwerfen. Deine Mutter! Das hat letztens ja auch gehittet. Das kam da letztens ja auch an. Was soll das? Das macht keinen Sinn. Die letzte Rübe, die ich da runtergeworfen habe, hat ja auch so getroffen. Was soll das denn? Das macht keinen Sinn. Ey, das ist so Zeitverschwendung. Ich könnte das alles im Stream machen, aber jetzt bin ich jetzt gerade wieder so dran, dass ich das jetzt machen möchte. Zum Heulen ist das. Meine Güte, Alter. Es ist so nervig. Weil wenn es eine einfache Methode gibt, eine einfachere, dann sagt's mir doch. Mein Gott. Und bye.
ist das ein Nerv, ne? Der gerade getroffen wird. Mario, wenn du stirbst, ich bringe dich um. Ach, danke, Mann. Goldrüben Rezept 3. Na, endlich. Und bye. So, damit ist die Drecksuppe fertig, ey. Ende. Ende im Gelände. Vor allem... Haben wir heute Dienstag oder haben wir heute Montag? Oh. Hups. Ja. Wie auch immer ich mir gerade diese Frage gestellt habe, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht, Fangs. So, und jetzt haben wir, die Rüben sind jetzt aus den Augen, aus dem Sinn, weg damit. Weiter geht's im Hauptteil jetzt hier. Der Hauptvorgang. Wie sagt man so schön, ja? Der Hauptgang, bestehend aus leckeren, heißen Tomaten, sonnengereift bis zum geht nicht mehr. Wir kommen da nicht hoch, okay. Danke, Brutz. Bin ich aber ein bisschen schade, ehrlich gesagt, ja. Na gut, dann erklimmen wir halt eben mit unserem Bruder, schönen, leckeren Freund. Ja, er ist auch lecker. Pfannenbruder ist, lass mal mit dir ganz nach oben gehen und gucken, was die Welt über uns so beherbergt. Na, ein Mond. Na, was glaubst du denn wohl? Ein Mond. Ja, wie soll ich da jetzt wieder hochkommen? Hä? Das ist unfair. Das ist schon ein bisschen schlecht, oder? Wenn du da sowieso runterrutschst, wie soll man da bitte hinkommen? Das ist irgendwie ein bisschen schlecht, oder? Oder soll ich da nicht mit dem Pfannenbruder hin, weil der mich sowieso verwirrt? Oder was soll das jetzt hier? Wisst ihr, was ich meine? Man rutscht hier so runter. Was soll das? Klar, das macht Sinn, aber dann... Hä? Wenn du einmal falsch gesprungen bist, kommst du ja überhaupt nicht mehr dahin. Zum Mond. Wenn du einmal falsch aufgekommen bist oder irgendwo runterrutschst, wie willst du wieder zum Mond kommen? Das geht ja gar nicht mehr. Dann. Wieso kam jetzt Cappy nicht? Das macht keinen Sinn, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wenn Cappy da gerade eh nicht gekommen, wenn ich da nicht drauf gesprungen bin, obwohl er das hätte eigentlich machen müssen, der Mario, verstehe ich nicht. So, normalerweise macht er das immer. Da macht das jetzt gerade eben, hat das nicht gemacht. Was soll das? Das finde ich auch ein bisschen schlecht an diesem Spiel. Manchmal macht er das mit dem Sprung auf Cappy, manchmal nicht. Mir ist klar, dass Mario nur beim ersten Sprung auf Cappy springt. Das heißt so, ja, kurz mal zeigen. So, zack, Sprung auf Cappy, zack. Nicht mehr Sprung auf Cappy. Ist mir klar. Aber ich habe den ersten Sprung gemacht. Der hätte ja eigentlich drauf springen müssen. Hat er nicht gemacht. Ist nicht gut. Ne? Hat mir nicht gefallen. Also wenn, dann schon immer. Ne? Entweder ganz oder gar nicht. Das meine ich damit jetzt gerade. So. Oder was habe ich? Habe ich irgendwas falsch gemacht, dass ich da jetzt gerade nicht drauf gekommen bin auf Cappy? Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Deswegen verstehe ich das gerade nicht. Ich habe einen Sprung gemacht, wie ich ihn immer mache. Also... Unverständlich in meinen Augen. Vollkommen unverständlich. Das macht keinen Sinn. Aber in Ordnung. So, gucken, dass wir jetzt gleich hier den Stachibrudes töten. Wo wir nah genug dran waren, hätten wir ihn eigentlich treffen müssen, hat aber das Spiel nicht gegönnt. Auch wieder richtig geil hier. Gut, als normaler Mario kommen wir... Wir kommen nur mit, ja, normalen Mario da hoch, nicht mit Pfannenbrudes Mario. Das geht nicht mehr. Wie soll denn Mario auch so knipsen können, ne? Schnipsen können. Blabla. Ach, wir sind das Fleisch. Du bist das Fleisch und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Mampfen! Wenn da hinten nichts ist, ne? Diese kleine Insel da drüben, die habe ich auch noch nicht erkundet gehabt. Aber gut. Ibims das Fleisch nun, Hadi! Ibims! Komm ran, du Sau! Na los! Der Vogel erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen hart an den Endboss aus Captain Todd Treasure Tracker. Gut, dieser Vogel hier ist ein bisschen ungefiederter, aber hey.
Danke, Bruts. Vielen Dank, dass du mich hierhin gebracht hast. Ich verspreche dir, es wird köstlich schmecken, es wird munden. Jetzt frage ich mich nur, ne? Kann ich auch hier an den Außenabteil dieses Kochtopfs gehen? An den Rand quasi. Ist da vielleicht sogar etwas? Das sind gerade die Fragen, die ich mir stelle. Was soll das? Danke. Ich probiere es mal. Mal ganz ehrlich. Ach, da ist wieder so eine Insel, auf die ich nur komme, wenn ich in ein Porträt gegangen bin. Ja, ja, ja. Ich wundere mich gerade nur, dass es manchmal bei Sprüngen eine Vibration gibt und manchmal nicht. Wir kommen hier drauf und mal gucken. Vielleicht ist das sogar wirklich was. Oh, wobei die Perspektive mich gerade richtig schön penetriert. Ah! Ah! Jetzt fragt man sich natürlich, rede uns Kai, wenn du gerade eben die Abkürzung gesprungen bist, warum bist du dann gerade den normalen Weg gegangen? Keine Ahnung, weil ich es kann. Ich kann halt eben beides. Ja, ja, ja. Nice, Topf auf dem Vulkan, tauch ein. Was jetzt? Willst du mir denn jetzt klauen? Hey, was machst du? Was machst du? Ich dachte, er wird mir jetzt den Multimond klauen oder so, aber... Nee, er wird den Kopf... Er wird den Topf runterschmeißen. Nein, er wird den Vulkan zur Explosion bringen. Nein! Den Magmafall hinauf. Oho. Also es ist doch noch nicht vorbei hier. Interessant. Wahnsinn, bist hierher geschleudert? Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Wir sind jetzt wieder am Spawn, ja? Ja, da würde ich auch mal sagen. Supporten wir uns zum Pökelplateau. Sehr wohl. Ja, 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 spart Zeit, ja. Bin ich überhaupt richtig? Ach ja, hier war das Fleisch. Ach ja. Kein Fleisch mehr hier oben. Es ist im Eintopf. Ach, was? Wir müssen quasi jetzt auf die andere Seite rüber, ja? Okay, okay. Hm. Ah, jetzt wird es aber richtig gefährlich, weil das sind jetzt keine Pfannenbrüdes mehr. Es sind jetzt Feuerbrüdes. Die leben ja richtig gefährlich gerade, ey. Was ist denn bei denen los? Ein Peach ist es! Na gut. Dann würde ich doch mal sagen, dann lassen wir uns hier nicht lumpen und gehen wieder hier in diese imaginäre Röhre rein, die gar keine ist. Voll die Attrappe. Ich wollte dich jetzt nicht umbringen, aber gut. Entschuldigen Sie. Rasten Sie bitte wieder vollkommen aus hier nun! Ratatatatatata! Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo er all die Pfannen hernimmt. Aber hey, das lassen wir mal ihm sein Geheimnis sein. Diese Schwein. Warte, da ist was, da ist was, da ist was. Hier ist so ein Porträt oder was? Oder so ein Bild? Schnüffel, mein kleiner Bruder!
Ja, es ist Schnuffelbruders. Was macht der denn hier? Die geile Sau. So, jetzt ist nur die Frage. Die Sackgasse aus dem letzten Part. Ist es immer noch eine Sackgasse? Nein. Jetzt ist sie keine mehr. Jetzt kann man hier weitergehen. Aha. Okay. Also hat sich das quasi hiermit verändert. Hey, da ist was. Ich seh's doch. Ich seh's. Ich sah's. Ich so's. Na los, komm ran. Es wird Zeit. Und nun bin ich ein Feuerbrudes. Wie der YouTuber. Ich raste aus. Schreibt das wie immer in die Kommentare. Ja, Shoutouts an Firebro, ey. Ja. Hallo, meine lieben Freunde. Ibims, Firebro HD. Ja, Ibims. Lol. 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 Na gut, Oh, das ist eine Challenge. Geil. Nein, bitte sterben Sie. Der hat ja fast noch geilere Haare als der andere Bruders. Läuft. So, komm, hier. Okay. Und wo ist jetzt das Problem dabei? Ach so, die sinken ab, die Plattform. Ja, ach, das ist doch... Das soll jetzt schwierig gewesen sein. Ich bitte dich, ey. Das mache ich doch im Schlaf. So. Ich habe unter den Feuerbrüdern, habe ich, etwas gesehen. Da gab es einen Durchgang. Den will ich jetzt mal nehmen. Und da oben ist irgendwas. Irgendein Gegner, neuer NPC. Irgendwie so. Gucken wir uns dann im Livestream oder so an. Oder vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, später irgendwann. So, ach, guck mal, hier ist auch noch ein Durchgang. Jetzt, entstanden. Läuft. Was der jetzt genau bringt. Ach so, ja, damit man hier quasi schneller durchkommen kann. Ja, wusste ich nicht. Ich hätte mich jetzt gar nicht dahin porten müssen. Ich hätte auch eigentlich direkt... Oh, geil. Ich hätte jetzt auch eigentlich direkt, ja, dort runtergehen können. Nachdem ich diese Sprung-Challenge gemacht habe. Und hätte mir diesen Hothead nehmen können. Ne, das ist eine Kanone. Aha. Das war cool. Hä, warte mal, willst du... War ich hier schon gewesen? Ja, gut, dann bin ich ja schon anscheinend schon gewesen. Ist okay. Na los, komm ran. Es wird Zeit. Danke sehr. So, und jetzt ab hier rein. Ja, gut. Leider aber ohne Feuer, Bruders. Oh Gott, ist okay, ich könnte jetzt voll geil durchspringen, aber das sah nicht so geil aus. Hätte warten sollen. Ja, ist egal. Passiert. Dafür gibt's hier wieder ein Herz. Danke sehr. Und hier ist wieder so ein Mais. Kolben, wenn es rüberbringen kann. Danke dir. Ich brauch dich aber nicht. Also bye. Mal kurz die Flammen aus. Bringt das was? Ist irgendwas verändert? Gibt es dafür Münzen? Monde? Nein? Nichts? Ja, war schon fast klar. Das ist die Frage. Hätte ich auch von der Seite aus rüberkommen? Also quasi hier so, indem ich den mache, den, zack. Ja, das geht auch. Das sind die Speedrun-Taktiken, meine Fräuleins. Nice HD. Okay, auf hier rein. Auf geht's. Boah, dieser riesige Kirschwasserfall. Wie sie wollen, Fall. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich
Als ich kurz überlegt habe, ob hier vielleicht irgendwie so eine unsichtbare Wand ist, wo man durch kann. So eine Lücke in diesem Fall, dass man da durchschwimmen kann. Aber nein. Leider nicht. Ich glaube, wenn man sich von denen treffen lässt, dann ist Feierabend. Dann ist dein Hothead kaputt. Dann ist dein Hothead nicht mein Hothead, dann ist er nur noch ein Kaputthead. Wow! Ha, das war klar, dass da was ist, ey. Ding, ding, ding! Alkoven hinter den Magmasäulen. Ja, gut. Es sind Magmasäulen, denn ich mag mal Säulen. Aber mal mag ich sie auch nicht. Das ist immer so Gewohnheitssache. Ha! Kurz noch gucken, ob da oben was ist. Nein, ich bin zu tief gesprungen. Ganz ehrlich, mal diese Magmasäulen, die sehen so lecker aus, ne? Wenn das wirklich so ist, also ich hab so Durst und Hunger darauf, weil ich halt nicht genau zuordnen kann, ob das jetzt was zu trinken oder was zu essen sein soll oder was zu schlecken. Hm. Na gut, okay, komm, wir machen kurz auch wieder die Flammen aus. Okay, die schalten sich automatisch wieder ein. Ah, ich weiß, was ist. Ich weiß. Ah ja, wir haben es verstanden. Passen Sie auf. Das heißt, es ist halt so ein Kerzenständer und keine Röhre. Ach, ja, okay. Ja, wusste ich nicht. Das heißt, wir müssen nochmal irgendwie Backtracking irgendwann betreiben. Das machen wir dann irgendwie im Stream oder so, weil, naja, diese Fake-Röhre, die einen Kerzenständer ist. Chef-Gok, Konfrontation. Tja, du bist halt eben kein Chef-Koch, ne? Du bist ein Chef-Gok. Und ich hab den Chef-Kok. Aber fernab davon. Lass uns mal ganz kurz die Perversion sein, ja? Wir müssen uns nochmal irgendwann bei Zeiten hier zum Pökelplateau potten, weil nämlich dort diese Röhre ist. Diese Röhre, in Anführungsstrichen, ne? Müssen wir irgendwann mal wieder zurück. Im Livestream. Jawohl. Und da wir ja jetzt genau wissen. Ach, guck mal an. Ja, komm, hier. Na los. Man muss einfach die Flamme dahin lenken. Das ist ja krass. Na los, komm schon. Ja. Mond? Mond? Natürlich ein Mond. Was denn sonst? Zweimal das gleiche Rätsel hintereinander. Entzünde die fernen Laternen. Ja, ja. Na los, komm ran. Jetzt gerade fängt sie wieder an Spaß zu machen. Ich war zwischenzeitlich abgefuckt von dieser Welt, aber jetzt gerade geht es eigentlich wieder. Jetzt gerade geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ich habe mich beruhigt. Ich habe ein paar Kritikpunkte genannt, mir sind Sachen aufgefallen, die mir nicht gefallen haben. Aber jetzt gerade bin ich wieder voll in the building. Jetzt geht's mir wieder ganz okay. Oh Gott, ich habe mich beruhigt. So, komm, geh mal. Ich bin gesprungen. Ja, jetzt will ich mich wieder aufregen, weil ich bin gesprungen. Das zähle ich nicht als tot. Ich bin gesprungen. Bin gesprungen. Aber wenn das Spiel akzeptiert das halt manchmal nicht so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. So nach dem Motto, ich bin viel zu, ich sag mal, inkompetent, um einen Sprung zu machen. So Schwachsinn. Captain Todd, Brudes! Bald komme ich zu dir! Du Sau! So, am Fuße des Berges. Was soll das denn? Hä? Ah, ein Maxi-Herd. Hä, was soll das denn, Alter? So, da war eine unsichtbare Wand. Habt ihr das gesehen? So, ich wollte halt hier rüber und dann ging das nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Gibt's irgendwo ein Hothead? Ich sehe zumindest keinen.
Gib auf die Plattform da oben acht. Die überschlagen sich gerne mal. Danke für den Tipp, aber ich überschlage auch manchmal. Ich bin auch der Überschläger. Das ist mein Spitzname, hallo. Ich weiß, wie das geht, Gabel. Du musst mir das nicht erklären. Ich weiß, wie das funktioniert mit dem nach oben schnipsen. Das kenne ich schon aus New York City. Da musst du dir keine Sorgen machen, Bruce. Ach, die überschlagenden Plattformen, meinte er. Ja, das ist ja schön für dich. Die drehen sich halt. So, da sind weitere Münzen. Ding, ding, ding. Trotzdem, Alter, wie komme ich denn da hinten hin? Ich brauche ja schon irgendwie ein Hothead. Um die Gegend überhaupt anständig erkunden zu können. Oh, fuck. Ja, ich wusste nicht, dass das jetzt irgendwie Schaden erzeugt. Du hellige Scheiße. Na komm, lass mich da hoch. Danke. So, was gibt es hier? Ich meine, diese Jump'n'Run-Passage, die gibt es ja nicht ohne Grund, ne? Oder ist das, wenn man runtergefallen ist? Das kann auch sein. Wenn man von dort oben runterfällt, dass du auf diese Plattform kommst. Möglich ist das, ja. Gut, dann... Oh Gott. Interpretiere ich das mal als solches. Es hat ganz kurz vibriert, aber ich glaube, es waren hier diese Gemüse. Die Paprikas. Die Papriken. Paprika, Paprikas. Papriken. Was ist die Mehrzahl von Paprika? Paprisos. Was machen die denn hier? Achso, das gibt nur ein Herz. Ja, toll. Thanks für nix. Jetzt kann ich wieder alles von vorne machen, du Sau. Jetzt rasseriert uns Kai voll aus, Alter. Speedrun Tendo. Er rastet gerade voll aus. Zerrede uns, Kai. Nein. Sollte vielleicht nicht so ausrasten. Wenn ich meine Leben behalten will. Jetzt brauche ich wieder ein Herz. Ach. Ihr wisst, was ich sagen würde. Ich würde sagen, komm. Cap Todd, Brudes. Geile So! Ja, ne? Ja, ich würde sagen, nächste halt Captain Todd, Brudes. Zum Abschluss des Parts. Damit wir ihn mal wieder im Titel stehen haben für die Klicks. Jawohl. Oder wir gucken jetzt mal wieder so ein bisschen weiter um, ne? Es gibt bestimmt so ein paar Stellen mit weiteren leckeren Monden. Das ist ja, glaube ich, die Stelle, die kennen wir ja schon. Da ist ja hier diese Goldtrübe drin gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, dann sollte dem so gewesen sein. Na gut. Was machst du denn hier, Captain Todd, Brudes? Ah! Bla bla! Wie ich hier gekommen bin! Nach all der Anstrengung und der Schwitzerei kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern! Puh! Sag mal, ist ja auch heiß! Na, wenigstens habe ich diesen Mond gefunden! Nun gehört er dir! Nimm ihn nur an! Bla bla! Kapitän Mahlzeit Todd. Ja, wie komme ich jetzt hier weg? Nimm dir ein Hothead. Captain Todd ist immer das Opfer. Der bleibt halt immer an Ort und Stelle stehen. Der kommt überhaupt nicht von so vom Fleck. Na gut, ich sag dir, was du machen kannst. Du nimmst hier so ein Hothead und dann springst du die Kanone rein. Also hi. Ach, das sind sogar Münzen, die habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, dass wir da hochgesprungen sind. Brudingos. Ich würde mal sagen, dass wir doch gleich mal sofort den Part beenden werden, nicht wahr? Ach,
ich bin sogar hier oben. Ja, logisch, dass ich das nicht gesehen habe, weil ich hier noch nicht gewesen bin. Aha. Da war ich ja doch schon mal. Nee, ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Was haben wir da oben? Ah, wir sind am nächsten Checkpoint. Okay. Am Ende des Spitzenpfads. Oder wie hieß das hier nochmal? Genau. Hier machen wir aber beim nächsten Mal weiter. Und dann schließen wir im nächsten Part, endlich versprochen, das Gebiet hier ab. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Hauen Sie rein. Und bye. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert diesen Kanal. Um nichts mehr zu verpassen. Ja, ja.